König G7, Turm E7, wird übersehen, Speer E6, König F7. Heieiei, Sprechlicht C7, Fouté mit dem Gewinnversuch, hat mittlerweile einen Bauern mehr, dafür ist der schwarze Turm jetzt im Spiel. Es kann alles passieren, meine Damen und Herren. Deutschland führt 2,5 zu 1,5 und schickt jetzt vielleicht erst sein bestes Pferd ins Rennen. Let me win gegen Fuet. Let me win hier mit Rating-Vorteil. Das Blatt wird sich da später drehen. Die Franzosen sind sehr, sehr stark besetzt, auch auf den Verteidigungsposten. Aber hier, Let me win muss jetzt natürlich den Vorsprung erhöhen. Das 3,5 zu 1,5 schießen, den 2-Punkte-Vorsprung herstellen, damit wir ein Polster haben. Hinten raus werden die Franzosen auf ihre ganz starken letzten Bretter setzen und Let Me Win spielt. Wie könnte man es anders machen in dieser Situation? Natürlich das Budapester Gambit, das haben wir einstudiert. Läufer nach C5, Bauer nach E3, Springer nach C6. Dann wird dieser Bauer geschlagen, kurze Rochade A5, Turm A6. Das kann der Let Me Win aus dem FF. Natürlich ist es Quatsch, aber wird es den Gegner hier unter Druck setzen? Ich glaube schon, Tim. Heieiei. Bau nach A5, Läufer nach E2. Let me win. Ist kein Bauernverächter. Nimmt hier auf E5 weg. Plant natürlich die Rochade. Aber er sagt, gut, König will Weile haben. Also, ich weiß genau, was Let me win wollte. Kurz Rochade. Turm A6, Turm H6, Dame H4, D6, Läufer schlicht H3. Das sind die Winschen Planung. Sperr C3 hier. Der Turm wird sowas von übers Feld geschmissen werden jetzt hier. Da kommt der Turm, da kommt der Turm. Ich kenne doch meine Budapester Gambit Pappenheimer. Reseldo fragt, wie viele Runden gibt es noch? Es sind insgesamt 11 Partien. Also, ich kann nicht rechnen. 2,5 zu 1,5, das heißt, es sind bisher 4 gespielt. Das hier ist die 5. You do the math. Turm A6. Fute versucht hier gegenzuhalten, Sprenger E4. Verteidigungsressourcen da drüben ranzukarren. Das wird Let Me Win nicht stören. Ist die Frage, ob er hier sofort den Turm rüberschwenkt auf Kosten des Läufers. Oder ob er vielleicht doch sagt, ne, Läufer behalten wird auf einer A7. So geschieht es. Überlegt hier, wie er dem Angriffswirbel standhalten soll. Jetzt wird der Turm kommen. Die Dame wird kommen. Let me win. Das ist ein wichtiger Punkt jetzt. Ein wichtiger Punkt für die deutsche Mannschaft. Wir wissen, L'Equipe stark besetzt, gerade auf den hinteren Positionen. Also, hier geht es um viel. Hier geht es um sehr, sehr viel. Gibt keinerlei Grund, sich hier in Sicherheit zu wiegen nach dem Matrix-Sieg aus vielleicht doch zweifelhafter Stellung. Bau nach H3, Bau nach D6, der Läufer macht sich bereit für die Reinlachsung. Auf schlicht H3, dann nach H4, geht einiges. Die französischen Fans sind hier natürlich auch am Singen. N'Golo Fouté. Aber Let Me Win kontrolliert bisher gut das Geschehen. Bauer F4, stark gespielt von Fouté jetzt. Versucht hier diesen Springer zu vertreiben. Und lässt Let Me Win sich schon zu Laufschicht H3 hinreißen. Oder zieht er oder sie den Springer weg.
kannst du trinken. Nee. Auf Schema 3 liegt natürlich in der Luft. Aber Let Me Win muss jetzt auch hier Züge machen. Das ist keine Störung, wo man jetzt einschlafen darf. Die eigene Störung zu sehr bewundern. Zieh den Sprenger weg, Let Me Win, wenn du dir nicht sicher bist. Da muss man auch mal Praktiker sein. Das nützt alles nichts. Die Zeit läuft unerbittlich. Der Sprenger geht weg. Entfernt sich damit natürlich ein bisschen aus dem Angriffsbereich. Ich vermute, Let Me Win wird lange in Laufschema 3 überlegt haben. Aber entscheide sich dagegen. Eine praktisch, wie ich finde, gute Entscheidung. Nach wie vor. Durchaus genug Angriffsressourcen, um hier den Weißen König unter Druck zu setzen. Fouté. Ich sehe da keinen Akzent, wahrscheinlich heißt es nicht Fouté. Ah, wir nennen ihn Fouté. Entscheide sich für Springer nach G5. Droht erstmal nichts, soweit ich sehen kann. Turm nach E8 liegt nahe. Diesen Bauern im Blick behalten. Bei beiden Seiten wird die Zeit knapp. Die Zeit knapp. Ist das aufregend. Zieh, Let Me Win. Dame nach E7 greift den Bauern an. Auch das ein guter Zug. Wie verteidigt Fouté sich hier? Nicht einfach. Dame nach C1. Könnte schon Springer nach D4 folgen. Und sonst ist er aber auch nicht leicht zu verteidigen. Vielleicht Turm nach F3. Die beste Chance. Aber dann gäbe es sogar schon Züge wie Bauern nach F6. Diesen Springer haben wir fragen, was er denn auf G5 sofort. Dame nach B3 deckt den Bauern von der Seite nach langem Überlegen. Provoziert schon Bauern nach A4. Aber auch die Zeit. Die Zeit. Bauern nach F6 befragt jetzt wieder diesen Springer. Erlaubt C5 Schach, könnte der König in die Ecke gehen. Es wäre nichts passiert. Springer zieht sich zurück. Springer F3. Bauern A4. Nee. Let Me Win spielt Turm E8. Erhöht jetzt das Tempo. Turm nach E1. Jetzt könnte dieser Bauer geschlagen werden. Und so geschieht es. Auf einmal sind wir in einem Endspiel. Schwarz hat einen Bauer mehr, aber das Problem des ausgesperrten Turms auf H6 die Chance ist also keineswegs klar. Läufer nach D3, gut gespielt von Fouté, der hier nach wie vor voll im Rennen ist. Bauer nach B3, alle Zeit der Welt. Und Let Me Win muss das Problem des Turms auf H6 lösen. B6 versucht erstmal die Sache ruhig anzugehen. Eines Tages muss dieser Turm halt eingreifen ins Geschehen. Vielleicht ist jetzt die Chance gekommen. Bauer nach F5, Turm nach F6. Sprech schlicht D4. Gefällt mir weniger gut, weil es diese Angriffsmarke schafft. Aber Turm nach H5, um den Bauern schnell aufs Korn zu nehmen. Durchaus eine Option. Sprech E6 ein Fehler. Turm nach C2 wäre kritisch gewesen. Sprech E6 kann geschlagen werden. G5, uiuiui, jetzt geht's drunter und drüber. Die Zeit ist auf beiden Seiten knapp. Der Bauer hängt, aber König G7, Turm E7, wird übersehen. Sprecher 6, König F7. Heieiei, Sprecher C7. Fouté mit dem Gewinnversuch hat mittlerweile einen Bauern mehr. Dafür ist der schwarze Turm jetzt im Spiel. Es kann alles passieren, meine Damen und Herren. Drama pur. Sprecher 6 kann geschlagen werden. Wie ist das Bauernendspiel? Wir werden es gleich erfahren. Vermutlich ist das hier eine gute Störung für Weiß. Bisschen zufällig mit dem Randfreibauern, der gebildet werden kann. Sollte Let Me Win hier verlieren nach B4. Sagen wir es, wie es ist. Schwarz verliert. Das ist bitter. Let Me Win hier mit dem großen Elo-Vorteil geht unter gegen Fouté. Und das werden sich später rächen können. Denn die Franzosen, wie wir wissen, in der Abwehr wahnsinnig stark besetzt.
Uff, uff, das tut weh hier im Zeitnotdrama. Und ja, Fouté, der hier auch deutlich stärker spielt als 1977, muss man auch sagen, verwandelt und schießt den Ausgleich für Frankreich. Das tut weh, aber stark gespielt von Fouté. Ich werde den Namen konsequent weiter falsch aussprechen. Damit steht es 2,5 zu 2,5. Und das bedeutet natürlich viel Druck jetzt auf den Schultern von Norderaue.